Das sind News auf TVO. Der Bishops Cup ist ein Traditionsturnier, wo der Spassfaktor im Vordergrund steht. Das Wochenende messen sich St. Gallen 28 Rugby-Teams aus aller Welt und kämpfen um Ruhm und Ehre. Auf dem Gründen Moos findet damit noch zwei Wochen nach dem CSIO schon das nächste internationale Turnier statt. Allerdings in einem komplett anderen Ambiente. David Lendi. Nach einer harten und langen Saison ist der Bishops Cup St. Gallen für viele Mannschaften der optimale Saisonabschluss. Das Leben neben dem Spielfeld ist für einmal genauso wichtig wie das Spiel selber. Darum liegt der Zeltplatz auch direkt neben der Seitenlinie. Die Teams kommen wirklich hier an, um so ein bisschen die Saison ausklingen zu lassen. Man spielt ein bisschen Rugby, man hat ein bisschen gute Zeit mit den Kollegen neben dem Feld. Und es ist eigentlich so für uns auch das Wichtigste, dass es neben dem Feld läuft, weil zum Rugby-Spielen kommt eigentlich niemand auf St. Gallen, weil da kennt man einfach bei uns zu wenig, kennt man die Stadt zu wenig. Über 500 Spielerinnen und Spieler lohnt sich das Spektakel nicht entgehen. 16 Männer- und 12 Frauenteams nehmen teil. Die Mannschaften kommen aus 7 verschiedenen Ländern und nehmen für das Blausturnier eine lange Reise in Kauf. Das Jahr ist eine russische Mannschaft der Exot. Sie sind für das Turnier extra aus der Millionenmetropole Moskau ins Gründe Moos angereist. Eingeladen von der Rugby-Mannschaft der HSG. Dementsprechend herrscht eine gute Stimmung kurz vor ihrem ersten Ernstkampf. Meine Mannschaft fühlt sich sehr wohl hier in St. Gallen. Allein schon der Empfang war grossartig. Die Organisation hier ist perfekt, von der Unterkunft über das Essen bis zu der Garderobe. Wir kommen direkt vom Flughafen und haben von der Schweiz leider noch nicht viel gesehen. Das wollen wir aber in den nächsten beiden Tagen noch ändern. Mit dabei auch Mannschaften aus Deutschland. Zum Beispiel die Damenmannschaft aus Freiburg, die während einer Spielpause ihre Männermannschaft unterstützt. Nicht der Pokal, sondern die Atmosphäre steht im Vordergrund. Es ist witzig, weil es halt ein Turnier ist und trotzdem viel Party und es einfach sehr, sehr lustig ist. Es ist eine coole Atmosphäre. Es ist einfach eine super geile Stimmung wie jedes Jahr und bei so geilem Wetter wird das noch viel besser. Es macht einfach super Bock. Das Wetter ist perfekt. Die Leute sind super. Macht richtig Spaß. Spass haben auch die Liechtensteiner. Sie nehmen das Motto vom St. Galler Rugbyverein besonders ernst. Stehen auf, gibt es das erste Bier zum Frühstück. Und dann gibt es jede Stunde Shotover. Jeder muss aus der Schnapsfläche trinken. Aber sobald wir auf dem Spielfeld sind, steigt natürlich auch die Konzentration und wir nehmen das Spiel auch ernst. Bis morgen Abend sind die 28 Teams noch auf und neben dem Spielfeld im Gründe Moos im Einsatz.